Sakrament, der Baum. Ja, das ist ein toller Platz. Können wir hier nicht einen Waldkindergarten gründen? Ja, das ist doch eine fantastische Idee, eine wunderbare Idee. Und jetzt schauen wir uns an, wie aus dieser Idee Wirklichkeit werden kann. Hören Sie einige Anregungen von unseren Landesmannskompetenzteams zur Frage, was fällt dir ein zum Gründen eines Waldkindergartens? Träger ist das Thema, das mir bei einer Gründung einfällt. Der Träger ist sehr wichtig für einen Kindergarten, weil er vertritt den Kindergarten gegenüber den Behörden. Er ist Arbeitgeber für das pädagogische Team und er ist Vertragspartner der Eltern. Wenn ich einen Träger suche, dann besteht die Möglichkeit, sich an einen bestehenden Träger anzuschließen. Ein Bestandsträger muss ich immer genau beachten, ob ich dort auch wirklich ein Waldkindergartenkonzept umsetzen kann. Wenn ich einen neuen Träger gründe, dann habe ich die Möglichkeit, einen Verein, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft als Rechtsform zu wählen. Was ich davon auswähle, sind Kriterien, wer soll mitbestimmen, wie viel Haftung ist akzeptabel und welcher formale Aufwand ist notwendig, um diese Art des Trägers zu führen. Für die Gründung eines Kindergartens braucht es eine Betriebserlaubnis nach SGB 8 und BAIKIBIK, die der Träger beim zuständigen Jugendamt beantragt. Darin werden verschiedene Eckpunkte für jede Einrichtung geregelt. Das sind unter anderem die Art der Einrichtung und die Belegung. Das bedeutet, wie alt sind die Kinder, wie viele Kinder gehen in die Einrichtung, gibt es integrative Plätze, wird es vielleicht eine integrative Einrichtung. Es werden die Öffnungszeiten festgelegt, das pädagogische Personal. In der Betriebserlaubnis tauchen auch Räumlichkeiten und Gelände auf. Und des Weiteren muss man Unterlagen beilegen, wie beispielsweise die pädagogische Konzeption, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und auch Pacht- und Nutzungsverträge. Genauere Informationen und Anforderungen erhält man aber bei der zuständigen Fachaufsicht beim Jugendamt. Als eine Grundsäule im Waldkindergarten braucht es natürlich ein qualifiziertes Personal, um den angeforderten Anstellungsschlüssel gerecht zu werden. In der Regel setzt sich das Team aus Erziehern und Kinderpflegern zusammen. Oft ist aber auch ein multiprofessionelles Team zu sehen, was Kindheitspädagogen, Sozialpädagogen, integrative Fachkräfte beinhaltet. Die Leitungsassistenten werden auch immer wichtiger, da der bürokratische Aufwand auch immer höher wird. Wichtig zu sehen ist, dass sich die Pädagogen bewusst für den Wald und die Natur draußen entscheiden. Für den Start braucht es aber erstmal keine gesonderte Ausbildung, die aber sicherlich im Nachgang sinnvoll ist. Wenn ich an die Gründung unseres Waldkindergartens denke, dann fällt mir die Grundstücksfindung ein. Als Grundstückseigentümer kommen in Frage die Kommunen, die bayerischen Staatsforsten oder auch private Waldbesitzer. Der Träger des Waldkindergartens vereinbart dann einen Pachtvertrag mit den Grundbesitzern. Es ist von Vorteil, ein vielseitiges Gelände zu finden, vielleicht mit Wald oder Wiese drauf, um flexibel auf die verschiedenen Wetterverhältnisse reagieren zu können. Ein stabiler Mischwald ist eine gute Voraussetzung. Wichtig ist es auch, auf die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge zu achten und einen Unterschlupf vor Ort zu haben, zum Beispiel einen Bauwagen oder eine Hütte, und auch ortsnah eine Notunterkunft zu finden. Es ist auch die Frage der Verkehrssicherungspflicht mit den Grundstücksnachbarn zu klären. Beratung und Unterstützung finden Sie auch bei den Gemeinden, bei den Bayerischen Staatsforsten und den Ämtern für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten mit den zuständigen Revierförstern. Mein Thema im Landesverband ist Gründung und Bau. Bei einer Gründung ist der Bauantrag ein wesentlicher Teil. Zur Erstellung des Bauantrags ist eine Person erforderlich, welche Bauvorlage berechtigt ist. Die kann zum Beispiel ein Architekt, ein Bauingenieur oder ein Maurermeister sein. Der Bauantrag wird dann von der Gemeinde und der unteren Bauaufsicht, sprich dem Landratsamt, geprüft und genehmigt. Mir fällt dazu ein, dass ein Waldkindergarten wirtschaftlich und finanziell funktionieren muss. Die Hauptsäule bildet die kindbezogene Betriebskostenförderung, die im Bayerischen Kinder- und Bildungsgesetz verankert ist. Daraus ergibt sich auch ein Förderanspruch für Investitionen, die durch die kommunale Investitionskostenförderung abgedeckt werden kann. Der entstehende Eigenanteil muss dann mit Elternbeiträgen finanziert werden. Für meine Gründung muss ich auch einen Haushaltsplan aufstellen.
Einnahmen von Investoren und aus Spenden, zum Beispiel dem Crowdfunding, sind gut zur Anschubfinanzierung. Wer sich zur Gründung eines Waldkindergartens mit der Konzeption beschäftigt, dem muss bewusst sein, dass es nicht nur ein Dokument für die Eltern ist oder für neue Kollegen, die sich vielleicht einarbeiten müssen. Auch Jugendamte oder andere Referate brauchen die Konzeption zur Erstellung der Betriebserlaubnis. Deswegen sollte die Konzeption etwas Einzigartiges sein, was den Kindergarten ausmacht, quasi eine Visitenkarte. Die Konzeption muss regelmäßig aktualisiert werden. Sie sollte professionell sein, sie sollte übersichtlich sein und sie sollte für alle verständlich sein. Die Konzeption basiert auf dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und dient den Kindergarten als Leitlinie für ihre Arbeit. Er ist sozusagen das, was für die Schule der Lehrplan ist und zeigt Themengebiete auf, mit denen wir im Kindergarten arbeiten. Er ist verpflichtend für alle Kindergärten, auch Waldkindergärten, und muss in die Konzeption eingearbeitet werden. Die Waldpädagogik bietet hervorragende Möglichkeiten, den Bildungs- und Erziehungsplan ideal umzusetzen. Wenn ich an Waldkindergartengründung denke, dann denke ich an die vielen Ämter, zu denen man gehen muss. Da sind die ersten Anlaufstellen das Jugendamt, das Bauamt mit der Brandschutzbehörde, das Gesundheitsamt, das Forstamt und die Naturschutzbehörde. Für die Genehmigung eines Waldkindergartens gibt es natürlich gesetzliche Vorgaben, aber es gibt auch ganz viel individuellen Spielraum von den einzelnen Landratsämtern oder Städten. Und da ist es wichtig, in persönlichen Kontakt zu gehen, um da die individuellen Lösungen für die einzelnen Einrichtungen zu finden. Okay. Auch von Vorteil ist es, wenn in der Kommune, in dem Landkreis, in der Stadt schon mal andere Waldkindergärten entstanden sind, diese aufzusuchen und mal in Kontakt zu gehen und zu fragen, was da die Vorgaben von den jeweiligen Behörden waren. Sie bekamen jetzt einen Überblick, wie komplex die Thematik Gründung eines Waldkindergartens ist. Bleiben Sie dran, verlieren Sie nie den Mut und haben Sie dann Freude mit den Kindern.